dann einmal. Würdest du hier bitte? Danke. Gut, dort drüben ist die Firma. Beweg dich, Cutter, sie kommen. Gleich das ganze Bataillon, oder was? Einmal die. Dies und dann hätten wir. Du kannst gehen, mein Freund. Mögen die Jods dich segnen. Jupp, jupp. Ja, dann hätten wir. Nein. Den. Design. Dann einmal runter zu dem anderen. Und dann meinte ich, hätten wir eigentlich schon. Ja, ich würde mal vermuten, wir hätten dann alle befreit. So, zuerst mal hier auf den Felsen. Dann hätten wir den ersten. Ui. Da gibt's doch. Mal den machen. Okay, hier ist dann der Kollege. Drei mit einem Streich. Jetzt da hier noch rein. Oh, da ist noch ein Feind da. Hallo. Drei, vier,
Perfekt. Auch hier. Befreie den Gefangenen. Gerade eins zu wenig. Eins, zwei, drei, vier. Hallo. Verschwinde hier und lauf in dein Dorf. Meine Trauer trübt diesen Moment. Doch ich tue, was du sagst. Und wir haben alle Außenposten abgeschlossen. Du willst Furcht? Ich bin die Furcht. Du hast alle 30 Außenposten abgeschlossen. Yay! Das ist doch mal genial. Dann sind noch da die großen Basen. Plus die Konvois. Da haben wir natürlich noch die Gorg-Ausbrüche. Dann würde ich mal sagen, können wir das. Aber zuerst möchte ich nochmals in Desan reden. Weil wir haben jetzt ja die Bewohner zurückgeholt. Ja, ich würde jetzt einfach mal hier oben anfangen. Hallo. Jo. Verzeih, Freund, aber um neue Worte zu lernen, fehlt mir heute die Geduld. Was gibt es diesmal? Die verdammten Drohnen. Sie haben auf die Nom-Noms geschossen. Einige sind schwer verletzt. Jagd verdammt. Nom-Noms sind Schwächlinge? Kann das sein? Sie sind mein täglich Brot. Das sind sie. Ich weiß nicht, ob du dich in Desan mal umgesehen hast, aber hier gibt es kein Brot und keine Butter. Und bald gibt es auch keine Nom-Noms mehr. In Ordnung. Ich zerstöre jede Drohne, die ich sehe. Nein. Am wichtigsten ist es, die Nom-Noms zu heilen. Würdest du dich im Dorf nach einem Heilmittel umhören? Ich kann es nicht selbst tun. Ich schulde praktisch jedem hier Zorgins. Okay, Desan-Drohnen. Ja. Bemerken es die Drohnen nicht, wenn ihr Rennen abhaltet? Sie haben feste Flugbahnen, die wir umgehen. Doch selbst ohne Drohnen könnte ich kein Rennen organisieren. Ich habe den Schamas zurückgebracht, der die Reiter heilt. Was brauchst du noch, um ein Nom-Nom-Rennen abzuhalten? Gesunde Nom-Noms. Okay. Nom-Nom-Heilmittel? Ich suche immer noch ein Heilmittel für die Nom-Noms. Hast du Sanat gefragt? Er kann dir bestimmt helfen. Wer war nochmal Sanat? Ich habe euren Schamas zurückgeholt. Großartig. Aber jetzt habe ich meine Wette mit Baum verloren. Ich dachte, das überlebst du nicht. Dieses Vertrauen. Da wird einem warm ums Herz. Okay, bis, dann, bis bald. Bis nächstes Mal. Dann einmal rüber. Hallihallo. Jo, Nadul. Redest du mit mir? Ich sehe hier keinen anderen Nadul. Verzeih, du bist witzig und seltsam. Mit seltsam meinst du wohl mysteriös und spitzbübisch gut aussehend? Nein, eher auf seltsame Weise witzig, was gut ist. In Desan gibt es nicht viel zu lachen. Das ist erfrischend. Die Dorfbewohner stimmen zu. Also lass uns reden. Ich habe Sanat gebracht. Kennst du Sanat? Ja, er hat meine Blasen versorgt. Jetzt kann ich wieder reiten. Deine... Okay. Haben die Inversoren nicht etwas gegen diese Rennen? Die sind in dem Glauben, dass wir alle Monde lang schuften. Man muss bloß so tun, wenn die Patrouille kommt. Broms effektive Lösung verschafft uns jede Menge Zeit. Clever. Schönen Tag dir. Schön kenne ich nicht mehr. Aber immerhin kennst du noch das Wort. Zeig mir die Ware, mein Freund. Ich rieche bei uns gute Geschäfte. Ja, dann lass mal sehen. Verstärkenden Fee-Trank. Aber darf ich halt noch. Zeig mir die Ware, mein Freund. Ich. Oder hat's irgendwas? Ja, gut, das kann ich schon mal.
Krakitdrüsen. Tja. Dann eher weniger. Ich nehme einfach mal da ein wenig das, was ihr geschuftet habt. Gut, dann gehen wir einmal rüber. Oder war ich einfach... Warte mal. Bevor ich jetzt sage... Hallo, ich... Nee, er hat nichts anderes. Ich weiß auch nicht, wieso ich das mir kaufen soll. Krakitdrüsen. Ich spüre meinen Arm nicht mehr. Sagat, bitte hilf mir. Hey, nicht vordrängeln, ich sehe dich. Ich war zuerst da. Oh, Jutz. An die Arbeit. Mir fehlt ein Zeh. Ich kann kein Fußstein mehr spielen. Mein Auge? Es schmerzt. Dieser Stein kam aus dem Nichts. Habe ich jetzt ein Loch im Kopf? Nächster. Der Arme. Der Arme. Wer bist du? Ich bin Sanat, der Schamas von Desan. Ich könnte mal Heilung gebrauchen. Ich brauche Hilfe. Kannst du mich heilen? Kann ich. Atme einfach ruhig. Ich erledige den Rest. Ich bin hier wegen einem Nom-Nom-Heilmittel. Ich versuche, die verletzten Nom-Noms zu heilen. Hast du einen Ratschlag? Ich kann Talana und dich heilen. Doch bei Tieren ist mein Phantasma nutzlos. Tut mir leid. Es gibt vielleicht jemanden, der helfen kann, aber... Aber was? Er ist wohl der schlechteste Schamas auf ganz Adelpha. Sein Name ist Saleb. Er lebt in Sabah. Er hat eine besondere Leidenschaft für Tiere. Also müssen wir nach Sabah. Die Sahngefangene. Warte mal. Willst du etwa in deine Zelle zurück? Nein. Jod, nein. Obwohl, jetzt wo du es sagst, war es da gar nicht so schlimm. Wie meinst du das? Du warst ein Gefangener, gegen deinen Willen eingesperrt. Ja, aber das Essen war so lecker. Ernsthaft? Woher sollen Roboter wissen, wie man kocht? Die essen nichts. Keine Ahnung. Ich habe sie das Essen nicht bringen sehen. Doch alle paar Monde fand ich beim Aufwachen in meiner Zelle eine Mahlzeit in der Ecke. Jemand anderes muss sie gebracht haben, kein Roboter. Wer dann? Solches Essen gibt es nicht in Desan. Es war so köstlich und anders als alles, was ich je probiert habe. Ich habe da zwar eine Idee, aber belassen wir es erstmal dabei. Kannst du mir mehr über die Nom-Nom-Arenen erzählen? Du bist kein Reiter, oder? Oh nein, doch an manchen Monden fühle ich mich wie ein Teil des Teams. Viele Reiter verletzen sich und ich bin der einzige Heiler. Ich verstehe. Qualipam? Trinkst du wieder Gwapilam? Die Zeit im Gefängnis war ein dringend nötiger Entzug. Ich werde es noch eine Weile nicht anrühren. Klingt so, als wärst du abhängig gewesen. Unter dem Einfluss von Gwapilam habe ich viel dummes Zeug angestellt. Irgendwie muss ich meine Sucht bewältigen können. Vielleicht gründe ich eine Gruppe mit anderen Dörflern in der gleichen Situation. Was genau meinst du? Eine Gesprächsgruppe, in der alle ihre schlechten Erfahrungen mit dem Gwapilam austauschen können. So können wir uns austauschen, gemeinsam Lösungen finden und am Ende des Mondes nüchtern bleiben. Ich habe Gomok schon gefragt, ob er beitreten will. Ich glaube, ihm gefällt die Idee, aber ihn stört, dass die Gruppe nicht anonym ist. Mehr als jeder andere in Desan schätzt Gomok seine Privatsphäre. Die anonymen Gwapilama. Halt an dem Gedanken fest. Dürfte ich vorschlagen, dass ihr euch im Kreis hinsetzt und zu Beginn jedes Treffens euren Namen nennt und gesteht, dass ihr süchtig seid? Das ist keine schlechte Idee. So machen wir das. Danke.
irgendwie sehr realitätsnah, ne? Nur kann es halt bei vereinzelten Personen dazu führen, wenn man immer darüber redet, dass sie umso eher zurückgreifen, anstelle von dem fern zu bleiben. Muss immer zur Person passen. Das Weih. Was hat es mit dem Fey Phantasma auf sich? Fey birgt das Feuer. Es ist das lebendigste und ratloseste Phantasma. Fey-Talane sind gute junge Kämpfer, so wie die Dolothai-Wächterin. Okay, und die Sahndrohnen? Sorgst du dich nicht, dass dich die Drohnen sehen und dich die Invasoren zurückbringen? Ich habe auf Brom gehört und meine Kleidung gewechselt. Ich sollte sicher sein. Die Kleidung müsstest du dir noch wechseln. Wer bist du? Sorry, wer bist du nochmal? Du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich bin Sanat, der Schamas von Desan. Bis bald. Der hat sicherlich noch mehr als genügend hier zu tun. Nach all der Zeit, die er weg war. Aber ich denke, das kommt wieder gut. Aber anstatt draußen zu stehen und abgeknallt zu werden, wäre es vielleicht klüger, alle rein und die Tore mal zu versiegeln, damit da nichts Unerwartetes geschieht. Sollen sie doch. Hallo. Bram ist ein cooler Name. Woher kommt ihr? Von meinen Eltern. Was meinst du, woher er stammt? Von den Monden? Ja, aber zurück zum Thema. Arbeit optimieren. Wie habt ihr es geschafft, dass die Bergarbeiter so viel freie Zeit haben? Ah, hat Gormok dir davon erzählt? Es ist einfach genial. Wir wissen genau, wo sich das Helidium befindet. Darum graben wir nur an den richtigen Stellen. Keine Spitzhacke wird vergeudet. Das spart uns viel Zeit und der Ertrag leidet nicht darunter. Die Invasoren merken überhaupt nichts. Wie ist das möglich? Talana-Agenten, mein Freund. Talana-Agenten. Oder einfach ein wenig Drogen süppeln. Wegen den Nom-Nom. Gehören Nom-Noms zu deinem Revolutionsplan? Ich reite keine Nom-Noms, ich habe Höhenangst. Die Talana-Agenten aber schon. Wenn du Höhenangst hast, wie kannst du hier überhaupt überleben? Oh. Draot. Draot ist ziemlich kompliziert. Er ist ein berühmter Vertreter der Gegenkultur auf Adelpha. Draot ist hauptsächlich berühmt, weil er während Okastok der größte Verkäufer von blauen Haar ist. Doch seit dem Ausfall der Daokas sitzt er hier fest. Wegen den Desan-Gefangene? Ich habe einige Gefangene befreit. Sind noch welche übrig? Nicht, dass ich wüsste. Sie sind alle sicher zurück. Danke für deinen Wagemut. Meine Talana-Agententruppe ist vollzählig. Okay, von den Außenposten. Gibt es noch Außenposten zu plündern? Ich kann immer mehr Nanozellen gebrauchen. Nein, du hast sie alle leer geräumt. Das ist beeindruckend. Und bereichernd, nicht wahr? Jetzt kriege ich keine Nanozellen mehr. Wie böse. Sanat. Bist du froh, wieder mit Sanat vereint zu sein? Na klar. Ich hatte seit Monaten einen entzündeten Zeh. Der Schmerz ließ mich nachts kaum schlafen. Sanat hat mich im Handumdrehen versorgt. Jetzt kann ich wieder Steine treten. Warum sollte man sowas tun? Wegen meiner Höhenangst sind Nom-Nom-Rennen nichts für mich. Schon beim Zuschauen wird mir schwindelig. Ich spiele lieber Fußstein. Ihr benutzt einen Stein als Ball? Ihr tragt nicht mal Schuhe. Was ist ein Ball? Ja, vielleicht könnten ein paar Erfindungen doch sehr viele Verletzungen reduzieren, würde man mal sagen. Stehlen. Hast du genug Talana für euren kleinen Überfall? Habe ich, danke. Die Rebellion wird ihre Schuld bei dir begleichen. Gut. Wir sehen uns. Ich stehe vor dir. Natürlich sehen wir uns. Ach,
da die Wortgewandtheit. Ohne die Drohnen sollten die Nomnoms in Sicherheit sein. Hey, Brom. Hey, zurück. Okay. Danke. Ich komme wieder. Ich bin hier. Jetzt, wo ist der Kollege Heiler? Oh, da hat es noch ein Blümchen. Da hat es noch eine Statue. Ich sammle diese Dinge. Das ist ja fast schon eine kleine Sucht. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder. Da hat es noch eine Statue. Und schon wieder eine Statue. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Okay, Gefangenenritten wäre absolviert. 3-2-1 Mission, Rennen gewinnen. Ja, da müssen wir erstmal das noch heilen. Zutaten sammeln, Pilam. Mit Marzu über Pilam für Desan sprechen, das können wir machen. Dunkles Helidium abbauen. Keine Ahnung, wo das... Das ist irgendwo dort. Aber ich würde mal zuerst nach Bida reisen. Wegen dem Pilam. Und dann nach Saba mit dem Shamas wegen den Tieren. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Hallihallo. Marzo, ich hab was von dem Kram, den du brauchst. Lass sehen. Desan Pilam. Desan braucht dringend Pilam. Kannst du welches dorthin schicken? Geht leider nicht. Wenn man Pilam durch ein Daoka transportiert, schmeckt es hinterher wie Tuan-Ha-Pisse. Und auf dem Landweg kommt der Konvoi die Säulen nicht hoch. Schmeckt es wirklich so schlimm? Hast du je am Qua einer Ventilope geleckt? Das hier schmeckt noch schlimmer. Ich will hier an überhaupt nichts lecken. Mein Gefühl sagt mir nur, dass das für die Bewohner des Sans kein Problem ist. Der Geschmack, meine ich. Jotz im Himmel, ist es so schlimm? Es ist von Sklaverei die Rede. Desan geht es 10-mal schlechter als Bida. Komm schon, Marzo. Ihr seid alle Talaner. Sie brauchen deine Hilfe. Ich werde schicken, was sie brauchen. An wen soll ich mich dort wenden? Das wäre wohl Draut. Oh, ich kenne Draut. Verkauft er immer noch blaues Haar? Vielleicht frage ich ihn für das nächste Okas-Dock nach ein paar Kristallen. Ein weiterer Sohn für meine Brauerei wäre schön. Vielleicht ist ein Tauschgeschäft möglich. Ihr beide kommt sicher zu einer Einigung. Kann ich also auf dich zählen? Ich bin dein Talaner. Sag Draut, dass es kommt. Mirko wird die Ladung bald vorbereiten. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mond. Ja, bis zum nächsten Mond. Nein, das war das Falsche. Ich brauche das. Ein klein bisschen umständlich, aber passt schon. Der Heiler war... Irgendwo in der Richtung, meinte ich. Ach, da war er, meinte ich. Ich meinte hier, sicher bin ich mir nicht. Sieht richtig aus.